Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Trainer Go. Ich habe heute spezifisch nichts geplant, ich sitze gerade auch ein bisschen weit weg vom Mikrofon, tut mir leid, ich bin wieder da. Wir werden heute einfach mal gemeinsam durch meine Dailies gehen, denn ich plane nebenbei noch ein anderes Video, wo ich ein bisschen Arbeit rein investieren muss. Und meine Zeit ist aktuell ein bisschen begrenzt, von daher gehen wir heute einfach mal zusammen durch die Dailies und fangen einfach an mit den täglichen Clankrieg-Belohnungen, und zwar unsere Bären, das wird immer an unser geiles Sherox verfüttern. Wir wären vielleicht so bei 77.000 raus. Okay, wir wären vielleicht 80.000. Wir wären 80.000. Wir wären vielleicht sogar 81.000. Aber ich glaube, wir schaffen 83.000. Fragment top erhalten. What the fuck? Ich habe gerade 1500 XP geschenkt bekommen. Will er auch? Gib mir das. Ich habe heute meine Erziehungen schon gemacht. Da war wieder wie immer nur Kacke drin. Wir können jetzt mal noch meine FIP. Millionen abholen, das ist ein bisschen Energie. Ein paar Mega-Entwicklungssteine. Die Mega-Entwicklungssteine, die stacken über die ganzen Tage natürlich. VIP 10 ist eigentlich ideal, da hier später in Anführungszeichen nur noch Gold und Durchbruchskarten kommen. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel Energie, die werden wir auch ganz schnell los. So, Freundschaft. Zehnmal wegfegen. Haben wieder mal nur 5 bekommen. Bullshit. Bullshit. Level erhöht, wir sind Stufe 74, schön. Das freut mich sogar. So, dann kloppen wir hier mal auf Stufe 49 unser Klurak. Der eine oder andere wird sich fragen, hey, warum poste ich jetzt meinen Klurak hoch? Das werde ich hier in einer der nächsten Folgen erfahren, weil das hat alles Sinn. Aktuell hat es keinen Sinn, aber ich plane ein bisschen voraus, von daher hat es jetzt endlich Sinn. So, mein Team ist aktuell noch bei 757k, da geht noch einiges, da ich zum Beispiel einige VMs habe, dann habe ich noch einige Fähigkeiten und ein paar Durchbruchskarten, die auch irgendwann mal benutzt werden sollen, 817. Das ist schon eine Menge, ich hebe mir das aber alles für was Spezielles auf. Aber das ist jetzt egal, zumindest vorerst. So, was wird denn jetzt als nächstes logisch? Richtig, den Erfolg abholen. Ich habe eben nicht gestern endlich meinen fatalen Gegner bekommen und bekomme dadurch einen Titel dazu, welcher uns wieder Kraft gibt. So, fataler Feind. Gibt uns 1400 Kraft. Das ist geil. Das ist cool. Und vielleicht noch irgendwas Cooles? Diamanten. 100 Diamanten, 10.000 Gold und 5 Geheimtickets. Toll. Die Tickets sind richtig unnötig für mich. Für euch wären sie vielleicht cool. Allerdings für mich nicht so. Warum? Ja, weiß nicht. Hat noch 241. Ist halt auch nichts Cooles dabei. Einmal kostenlos, dann machen wir einmal fix Autofangen. Die kostenlosen mache ich immer mit Autofangen weg. Weil ich keinen Bock habe reinzugehen. Einmal am Tag solltet ihr wenigstens kostenlos die Pokémon fangen. Denn das bringt ein paar Zuchtlevel, wenn man das lange stackt. Hier, das kann ich leider nicht machen. Aber zurück zum Dailies, die wollen wir jetzt mal durchgehen. Oh, hört ihr das? Bei mir gehen gerade Gewitter. The fuck? Was ich super lustig finde, ich bin ja gerade am Übergang zwischen Experten und Champion. Ich habe gestern Rafa ein Bild zukommen lassen. Da war meine erste Reihe voller Gegner. Die hatten alle 1 Million Kraft. Alle. Und jetzt fangen sie mit 500 an. Das ist schon irgendwo witzlos. Aber die können wir überspringen. Welttournament ist sowieso jetzt nicht so notwendig. Ich mache es einfach, weil ich es mitmachen kann. Ich hoffe immer auf die Accessoire-Steine. Aber nicht wirklich auf den Rest. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir werden heute alles machen. Aber der Hauptpart wird Pokémon Liga mit Kyogre sein. Und zwar hat Rafa sich gestern ein Kyogre gekauft, welches wir uns ausleihen können und damit dann gleich die Pokémon-Liga machen werden. Aber wir gehen jetzt mal der Reihe ein bisschen durch, damit ihr mein Zeug mitbekommt. Eigentlich müsste ich es nicht machen, aber ich wollte es irgendwie mitmachen. Fragt mich nicht, wieso. Ich wollte es einfach. Hier, die Kämpfe, die sind, ist einfach unfair. Egal, da müssen sie durch. Batsch, haben auch gewonnen. Warum ist mein Zapdos in der Mitte? Weil es sich am schnellsten wieder hochheilt und damit eigentlich fast am besten tanken kann.
Mir fehlen wirklich die Heilzauber. Ich bräuchte Heilen 4, Heilen 3. Bräuchte ich einfach. Kriege ich aber nicht. Ich bekomme Windschnell, ich bekomme alles. Aber ich brauche Heilen. Oder Celebi. Und oder Celebi. Ich will Celebi unbedingt haben. Und Rayquaza. Hört ihr das Gewitter? Ist noch ein bisschen entfernt. Laut ist es noch nicht, aber man könnte es hören. Es gibt eine kleine Chance. Na komm. Dauert mir viel zu lange. Was hat er bekommen? Was hat er bekommen? Ah, Wassergeist. Macht keine einfachen normalen Ziehungen. Also für Diamanten. Die kostenlosen unbedingt mitnehmen. Bekommt am meisten Erfahrungspunkte, aber der Rest ist unnötig. Unnötig. So. Die wird auch bald draufgehen. Hat ein interessantes Team. Ah, epische Entwicklungskarte. Bringt jetzt nicht so viel. Wir können, glaube ich, nur Manaphy entwickeln, wofür wir die epische Entwicklungskarte nutzen können. Würde uns 0,5% Angriff im Pokédex dazu geben. Allerdings ist das sauteuer zu farmen. Mir fehlen aktuell die blauen Entwicklungskarten. Und davon habe ich keine. Ich sollte Steam auch mal wieder ausmachen, aber vergesse ich sowieso. Wir kommen heute eigentlich relativ gut durch. Gestern habe ich 0 besiegen können im World Tournament. Aber wir gehen ja eh gleich dann zum Hauptpunkt. Pokémon Liga mit Georgia. Werden wir auch, glaube ich, gleich direkt danach machen. Beziehungsweise wie es in der Reihenfolge ist. Wir nehmen einfach die Reihenfolge mit, wie sie da ist. Grenzduelle werde ich euch jetzt nicht mitnehmen, weil komme ich eh nicht höher. Flunkiefer Mega-Entwicklung hochgepusht ist auch sehr, sehr stark, weil ihr Gift nervt mega und Feestahl ist einfach eine nette Kombination. Also wenn ihr einen Flunkiefer mit einem guten Wesen habt, könnt ihr es auch hochziehen. Vielleicht nicht als erste Mega-Entwicklung, aber als zweite. Kann man machen. Oder dann halt Gengar. Der hat Mewtwo Y. Okay. Bringt ihm aber sehr, sehr wenig. Wie kann man mit dem Team so schlecht sein? What the fuck? Er hat einen Giratina, der hat einen Arceus und einen Mewtwo Y. Irgendwas macht er falsch. Irgendwas macht er falsch. So, hier könnte es schon knapp werden. Deswegen nehmen wir erstmal Mitte. Wir verprügeln erstmal den mit dem Manaphy. Ne, mit dem Fiona. War ja gar kein Manaphy. Da Andras. Wir haben durch den fatalen Gegner schon 1k Kraft dazu bekommen. Das ist schon ziemlich cool. Pokémon Liga, wenn wir jetzt einmal beim Thema sind oder gleich hinkommen werden, das schaffe ich nicht jeden Tag bis 15, aber im Schnitt, Schmalz schaffen wir noch, im Schnitt mindestens 10, maximal 15. Es kommt halt auch auf die Gegner an, die ich gerade bekomme. Aber mit dem Kyogre heute bin ich eigentlich guter Dinge. So, also Rafa, ich habe dir Geld gegeben. Nimm es an. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie gerne stellen. Wenn ihr einen speziellen Videowunsch habt, dürft ihr sie gerne stellen. Dann werde ich versuchen, in der Tutorial-Reihe das mit aufzunehmen. Ich habe zwar noch einige Ideen, aber einiges ist doch sehr, sehr schwierig umzusetzen. Beziehungsweise, es macht mir ein bisschen Arbeit und Zeit. Und Zeitaufwand ist aktuell bei mir nicht ganz so viel da. Von daher, ich gebe mir aber trotzdem Mühe, dass ich es so verständlich wie möglich erkläre, damit ihr den größten Nutzen draus zieht. So, die zwei wären natürlich knapp. Wir nehmen jetzt erstmal den hier. 814k, das sind nochmal 60k Kraft mehr als wir. Das wird wahrscheinlich next. Aber bei der Stärke sollten wir dann auch am Ende irgendwo landen. Oh, haben wir sogar kaputt gemacht. Nice. Seht ihr, Kraft ist nicht alles. Kraft ist nicht alles. Das könntet ihr gehört haben vom Gewitter. Probieren wir mal noch diese Dame aus. Wir haben jetzt echt fast 10 Minuten mit dem World Tournament verbracht. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass sich das so zieht, aber das schaffen wir nicht. Gold des Arceus, Blitzgarantina und Metacross. Mehrentwicklung ist schon mies. Egal. Jetzt kommen wir endlich zur zweiten Thematik nach über 10 Minuten. Mit dem Intro, ja gut, um die 10 Minuten sind wir. So, Duell muss ich euch nicht mitnehmen. Fangversuch hat man schon. Ach, Reen kann ich euch mal zeigen.
So, aktuell bin ich in der Arena, komme hier nicht weiter. Ja, aber wir können hier jedenfalls unsere schönen Arenen überfallen. Sieht auch mal, was man so bekommen kann. Ist schön, kosten keine Wegficke-Tickets und geben gut Sachen. Hier kann man auch Fragmente von Pokémon bekommen. Arceus, Yolo und so ein tolles Zeug. So, ein paar Freundschafts-Items. Ist nie verkehrt. So, hier war ich eine Zeit lang Arena-Leiter. Können wir uns von unserer Art Belohnung abholen? Ist natürlich fast nichts, weil ich nur kurz Arena-Leiter war. Weil dann hat mich Vido rausgeklatscht. Dieser Lümmel. VM1 ist super nice, das brauchen wir bald. Das brauchen wir bald. VM1 super nice, brauchen wir bald. Accessoire-Steine nehme ich immer. Tickets, Ich glaube, davon kann ich mir den Hintern abwischen mit dem Zeug. So, mach mal. Und hier einfach wegfegen. So, dann verbessern wir nochmal kurz unsere Arena. Damit wir dann schön zur Pokémon-Liga haschen können. Wird halt super teuer irgendwann. Es regnet auch schon super mega draußen. So, was steht denn jetzt an? Herr Kristall braucht euch nicht mitnehmen. Ihr seid wegen der Pokémon-Liga hier oder ihr seid hier, weil er nicht teil findet. Ihr wollt Kyogre im Einsatz sehen. Gut, das zeige ich euch jetzt auch. Oder halt auch nicht. Wo ist mein Söldner? Für die Leute, die es nicht wissen, wie man Pokémon ausleiht, das ist hier. Kyogre. Also ich bin schon sauer auf Rafa, dass er noch kein Mega hat. Aber muss halt nehmen, was man bekommt. Mit seinem Kyogre sind wir fast bei 200.000 Kraft mehr. Wir haben 910.000 Kraft mit seinem Kyogre. Hab aber auch 100.000 dafür hingeblättert, damit ihr das seht. Nur für euch. So. Macht ihr richtig schön Damage. Eisstrahl hat's. Regengebiet brauchen wir jetzt vielleicht nicht. Ist das hier fast am effektivsten, ne? Quatsch. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. So. Oh, gegen. Da hätte man es vielleicht einsetzen können. Gut. Und Unlicht. Sollte man es aber auch gleich bekommen. Hier. Arena. Beziehungsweise Arena 1, sage ich schon. Erstes Teilgebiet von der Pokémon-Liga ist 300.000 Kraft. Das ist. Meine Pokémon greifen da 5 Millionen Mal an. Rapper seine wahrscheinlich noch öfter. Also je stärker man ist, desto weiter kommt man in der Pokémon-Liga. Der hat einen Simsalar. Und Knackrack. Knackrack ist wirklich eine super Wahl für die erste Mega-Entwicklung, wenn es ein gutes Wesen hat. Kassiert allerdings auch ziemlich stark gegen Drache und Eis. Muss auch als erstes weg. Fip. So, und nicht mal auf Simsalar. So, das kann man so machen. Batsch. Und Batsch. Eisstrahl ist halt. Mit dem Gefriereffekt ist das eine super Attacke. Sowas wie Arctos. Sumpex und Kyogre kann ich mir als sehr, 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 sehr gute Kombination vorstellen, um die Gebiete zu machen. Weil zweimal Eisstrahl mit hoher Wahrscheinlichkeit sind dann zwei Pokémon eingefroren, 1-2 Runden. Mit den anderen zwei Pokémon kannst du gemütlich. Ist das eigentlich Gruppe? Einzel. Ach, aber das ist. Okay. Wieder hast gelernt. Wo war ich gerade? Ach, wenn man zwei Pokémon eingefroren hat, kann man dann halt gemütlich. Super geil. Kann man gemütlich dann das andere Pokémon zerstören. Die anderen zwei Pokémon machen einem in der Zeit keinen Schaden. Und so bekommt man halt in Instanzen relativ schnell 4 Sterne. Aber aktuell bin ich mit der Story fast durch. Ich habe kaum noch Quests. Von daher lohnt sich die anderen Instanzen nur wegen Freundschaftsitem, aber soweit bin ich mit meinen meisten Pokémon noch gar nicht. Und die Pokémon, die man da erhalten kann. Nimm einfach den hier. So, Batsch. Das ist natürlich nicht so wünschenswert. Werde ich jetzt mal kurz rausgehen. Weil wenn ihr rausgeht, könnt ihr den ganzen Kampf nochmal machen. Ich versuche ja möglichst so wenig Schaden wie möglich zu bekommen.
damit ich möglichst weit mit dem Team komme. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder rein. Ich meine, wir können auch andere Pokémon verwenden, keine Wahl, keine Angst, aber es wäre an dieser Stelle doch irgendwo eine Verschwendung, wenn mein Putalanta eine Menge Schaden kassiert, da Edavoltaik eher als nächstes dran gewesen wäre. Mit seinem Eishieb macht es an Drache gut Schaden. So, also wieder hier. Batsch. Haben wir den hier. Risikoteckel. Machen wir den hier. Machen wir wieder den hier, der gefällt mir. Oh, das war gar nicht mal so gut. Ja gut, minimaler Schaden, der wird jetzt akzeptiert und toleriert. Machen wir mal Eisstrahl. Also das Kyogre ist schon ein mächtiges Vieh, hätte ich auch gern, keine Frage. Aber da fehlen mir noch ungefähr 170 Fragmente, damit ich es einlösen könnte. Und mein Glück in Ziehungen kennt er ja. Das ist jetzt nicht so hoch, dass ich den Kyogre da erwarten kann. Für einen Mega Kyogre braucht man glaube ich noch 60 Alpha Saphire. 150 kostet im Schnitt einer. Das ist auch nochmal eine Menge Kohle, die da drauf geht. Aber Mega Kyogre ist halt brutal. Und wenn ich sage brutal, meine ich brutal. So, Eis. Ah, ist nicht eingefroren, schade. Draußen regnet es gerade relativ stark. Also wir gucken uns heute mal wirklich den Kyogre-Kampf an. Finde ich schön. Rafa hat natürlich davon unser Geld. Kann sich noch stärker machen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ich auch mit Kyogre kämpfen kann und wie die Söldnerfunktion funktioniert. Da ich persönlich finde, in Tipps und Tricks Videos direkt zur Arena bzw. zur Pokémon-Liga ergibt keinen Sinn. Das würde ich halt super gerne one-hitten. Können wir auch mal. Oh, den hier. Das solltet ihr gehört haben. Also, wenn ihr das nicht gehört habt, dann glaube ich euch das echt nicht. Das solltet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit gehört haben. Warum greife ich jetzt Zumpex an in der Hoffnung, dass es mal stirbt? Da ich die anderen eigentlich alle tot bekommen sollte, bevor die angreifen. Gut, jetzt greifen wir Glurak zuerst an, weil mein Kyogre nochmal, Raffas Kyogre, nochmal vor Edavoltaik angreifen kann. Also man kommt durch die Pokémon-Liga sehr, sehr gut, wenn man intelligent angreift. Man muss halt versuchen, so wenig Schaden wie möglich zu kassieren. Ich würde sogar glauben, dass Rafa mit seinem Hauptteam, also mit seinen drei Stärksten hier, ohne Probleme zweimal durchkommt. Kann ich mir vorstellen. Man kann die Pokémon zweimal Liga machen, man kann die Pokémon Liga zweimal machen, mit einem gewissen VIP-Level. So. Dann machen wir einfach mal den hier. Schön, dass es so gut funktioniert hier. Batsch. Das wird hier natürlich nicht sterben, hoffen allerdings, dass es ja ein Ultimate hat, weil der Ultimate macht nicht ganz so viel Schaden. So, Drache. Das sollten wir eigentlich noch töten vorher. Gut. Den Schaden, den wir aktuell kassiert haben, der ist minimal. Minimal. Damit kann ich leben. Ich glaube nicht, dass wir heute 15 schaffen, aber ich würde so 12 bis 13 tippen. Wir kommen immer zwei Poliersteine. Wir sind auch schon bei einigen Poliersteinen, aber die werden wir auch alle brauchen. Was wird denn nur polieren? Richtig. Nobility Cut. Cut. Machen wir einfach den hier. Batsch. Ah, jetzt haben wir... den Schaden müssen wir leider einstecken. Deswegen, ich hätte super gern heilen auf meinem Putalanta. Aber das ist aktuell scheinbar nicht machbar. Weil ich nur Scheiße bekomme. So. Kassieren wir den Angriff? Nö. Ah, müssen den kassieren, okay. Blöd, wir können uns immer noch nicht heilen. Ausgewichen. Ganz schön und Limmel. Oh, das wird knapp. Zapdos, du hast mich enttäuscht. Gut, jetzt können wir uns endlich heilen. Und Kyogre ist halt fast immer noch bei
Ja, ich weiß nicht, ob sie das Kyokre überhaupt kaputt bekommen. Vielleicht kommen wir auch mit dem Kyokre so einfach durch. Wir könnten sogar die 15 schaffen. Es ist eine Möglichkeit. Also wenn ihr wirklich richtig gute Teammates habt im Clan, könnt ihr euch Pokémon für 100.000 ausleihen. Ist eine Menge Geld. Bekommt ihr aber auch ungefähr wieder raus. Aber so habt ihr die Chance auf Pokémon-Fragmente in der Pokémon-Liga. Und das ist doch ziemlich geiler Scheiß. Batsch. Machen wir den hier. Weil Glurak hätte ich vorher sagen können, dass es mein sexy Bruder Land angreifen wird. Denn es wird Drachenklau gegen Drache machen. Und das ist aktuell der einzige Drache auf dem Spielfeld. Von daher war das Prediction. Mein Bruder Land ist tot. Ich glaube aber, das Kyokre könnte im Notfall auch einige Runden alleine spielen. So, wem geben wir dem denn dazu? Ampharos. Ich bin echt gespannt, wie weit ich heute komme. Aber ihr seht heute richtig schön, auch wie man auch Poliersteine farmen kann. Dizzy ist natürlich manchmal blöd. Das ist natürlich fast schon genial. Hört auf, mein Glurak anzugreifen. Mein Ampharos. Das hat euch nichts getan. So, machen wir hier mal Flug drauf. Mal Dame Eisstrahl drauf, dass es kaputt geht. Ja, das reicht doch, das reicht. Jetzt greift er aber uns Ampharos an. Das ist damit auch bald wieder tot. Sollte aber diese Runde noch überleben, jawohl. Also, Kyokre mit Eisstrahl ist heavy. Dann ist es noch ein super, super starker Tank. So, Gyarados ist natürlich wunderbar gegen uns. Wir haben zweimal Blitz. Traum. Träumsche. So, dich würde ich ganz gerne one-shotten. Dankeschön. Macht Drachenklaue, stirbt, Überraschung. Da wurde auch mal was eingefroren. Machen einfach mal den hier. Dann machen wir mal den hier. Trifft das? Nö. Aber Blitz trifft. So, machen wir den hier. Ist echt ausgewichen. Oha. Bitte einfrieren. Perfekt. Damit kann man nochmal angreifen. Batsch. Und haben wieder eine Dings mehr geschafft. Was ist denn heute mit mir los? Was ist heute mit mir los? Das liegt an der Musik. Das ist so gefühlvoll. Haben wir einen schönen Köder bekommen? Wenn wir mal auf die hohen Fragmente bekommen, auf die hohen Pokémon gehen, im hochwertigen Gebiet, werden wir die brauchen, denn die haben eine sehr geringe Fangchance. So. Zekrom. Das ist natürlich stark, hat aber auch viele Schwächen. Also eine, dass es sich selbst verwirren kann zum Beispiel. Da versuchen wir mal dich einzufrieren. Zum Schlafen zu bringen. Du darfst hier mal Donner drauf machen. Du darfst hier wieder Eis drauf machen. Stirb. Scheiße. Jetzt sind wir paralysiert. Jetzt beginnt die ganze Kacke. Kriegst ein Dings ab. Ich möchte erstmal Zekrom tot haben. Hör auf damit. Hör auf damit. Einfach wow. Dieser Heal ist einfach. Holy shit. Batsch. Batsch. So, jetzt greift man dich an, weil Zapdos gerade eingefroren ist. Jetzt können wir auch mal wieder einen Heal benutzen. Und nochmal den hier. Das reicht immer noch nicht. Oha. Reicht beides nicht. Reicht das hier? Perfekt. Perfekt. Könnten heute echt 15 von 15 schaffen.
Schön, schaffe ich nur jeden zweiten, dritten Tag aktuell. Aber mit dem Kyogre ist das möglich. Zwei Drachen wieder. Das ist gut. Megaklura ist halt, glaube ich, gegen Eis nur eine zweifache. Und Gewaltrum müsste mit Dragoran vierfachen Damage bekommen. So, ich möchte gerne Gewaltrum zuerst weg haben, weil das ist so schnell und nervig. Scheiße. Genau deswegen. Ist natürlich... Uiuiuiui. 23k hat sich hochgeheilt. What the fuck. So, machen wir den hier, damit sie es ein bisschen hochrecken kann. Du musst schon mitspielen, Kyogre, damit wir das hier durchspielen können. Du musst mit mir spielen. Oh, dreimal hintereinander paralysiert. Unlucky. Nicht im Schlaf, unlucky. Aber ihr seht, Kyogre fällt halt gegen ein... Schon wieder paralysiert, what the fuck. Meines heilt sich hoch, ja, aber... Halt sich wieder gut hoch, alles gut. Wir haben alles richtig gemacht. Zack. Verstärken wir unsere schönen Angriffe. Holen uns hier ein bisschen hoch. Machen uns nochmal schneller. Das wird wahrscheinlich alle angreifen. Visaflor ist natürlich suboptimal gegen Feuer. Ja. Batsch. Batsch. Und ist wahrscheinlich... Nö. Kyogre wieder Erfolgeheilt. Einfach wow. Wow. Dim, zwei Poliersteine, 5000 Gold. Mighty ist jetzt dran. Haben wir heute wieder eine längere Folge, so eine relativ lange Folge. Na gut. Müsst ihr durch, nicht ich. So, von der Kraft her sind wir relativ even. So, Lucia muss relativ schnell umfallen. Gegen Arceus umfallen hätte ich auch nichts. Den versuchen wir mal die ganze Zeit Schlafpower reinzudrücken. Ging natürlich nicht so gut. Weil Abgesang ist ein bisschen sehr nervig. Zack. So, machen wir mal den hier, davon ist es umfällt. Sehr gut. Zapp, das darf es gerne einfrieren. Ist ausgewichen, aber wurde trotzdem eingefroren. Unlucky. Könntest du mal aufhören? Ich möchte Kyogre jetzt bitte nicht verlieren. So. Ich glaube, Mighty's Dings hat auch noch... Ah, das könnte ein ekliger Kampf werden. Man ist einfach mal Autokampf, oder? Wir lassen, gucken jetzt mal. Wir machen einen Autokampf. Hör auf, paralysiert zu sein. Ich meine, wir kriegen gleich einen Heal, das ist schön. Aber es ist halt auch bald tot. Das war wichtig. Aber da, komm schon. Schön. Und jetzt schnappt ihr das Arceus. Schön. Wir sind unaufhaltbar mit Rafa. Unaufhaltbar. So, was gibt's denn hier Schönes? Und schon wieder Mighty. Könnt ihr aber jetzt ziemlich nerven mit Gengar. Wir nehmen jetzt mal Gengar mit rein. Tauschen hier auch mal, dass Gengar in der Mitte kommt. Das war richtig blöd. Wir müssen hier raus. Ich habe das Kyogre nicht mehr eingesetzt. Das war richtig blöd. Das wäre unser Untergang. Hier müssen wir mal kurz raus. Das wäre natürlich richtig blöd. Ich habe natürlich Gengar in der Mitte genommen, damit es meiste tankt und Kyogre sich erstmal holen kann. Prüfen. So. Wobei, niemand Söldner.
Kyokre. Das mit Überresten und Teilen 4 und... Oh. Da braucht man echt ein starkes Pflanzen-Pokémon. Celebi. Oh. Jetzt können wir mal das selbstständig übernehmen hier. Du bist relativ schnell, du kriegst erstmal Gift ins Gesicht. So, dann wollen wir das Lugia mal runterholen. Nicht dem Lugia einen runterholen, sondern das Lugia runterholen. So, holen wir uns mal fix. Eisstrahl. Danach kommt das Zapdos hoffentlich weg. Zack. So, Eis-Lugia ist tot. Das sieht aktuell gut aus. Nein, Zumbex. Vergift brauchen wir. Ah, Birte hätten wir mal machen können. Egal. Machen wir danach. Georgriff, enttäusch mich nicht. Batsch. Uiuiuiui. Das sieht sehr gut aus. Das dürfte 15 von 15 werden. Batsch. Gift. Batsch. Bam. Bam. Gift. Ah. Und damit haben wir 15 von 15. Und jemand hat Totok bekommen. Schön. Ich wollte euch einmal zeigen, wie man mit Kyokre spielt. Beziehungsweise, dass man, wie man ausleiht und was ich natürlich mache. Jetzt haben wir wieder einen tollen, hochwertigen Köder bekommen. Toll. Egal, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Video-Wünsche habt, immer her damit. Naja, bis morgen. Tschö. Mit dir.